Hi YouTube, was geht ab? Hier ist euer Novi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Leute, ich bedanke mich bei euch allen für 500 Abonnenten oder 502 Abonnenten. Okay, Leute, ich muss auch noch was loswerden und zwar, dieses Video ist kein Abo-Special-Video. Ich habe vor, bis Sonntag ein Abo-Special zu machen, was definitiv, denke ich, fast jedem gefallen wird. Auf jeden Fall, ob es schon mal gab auf YouTube, weiß ich nicht, weil ich habe das ehrlich gesagt bis jetzt nicht wirklich mal gesehen gehabt. Oh, weil es wird auf jeden Fall ziemlich fett. Es wird das fetteste Video, was ich jemals gemacht habe. Okay, also auf jeden Fall fetter, wie ich bin. Und auf jeden Fall, es wird natürlich nicht, es geht keine 10 Stunden, damit das natürlich, um Gottes Willen, das würde mein Rechner gar nicht mehr verarbeiten können. Mein Aspa-Rechner. Nee, es geht nur darum, dass ich jetzt diese ganze Woche viel Zeit investieren muss. Jeden Tag 2-3 Stunden in dieses Video, definitiv. Um alles, nee, stopp, Norm. Novi, halt die Schnauze. Nichts mehr sagen, mein Freund. Das ist nämlich eine Überraschung, ich darf nichts verraten. Auf jeden Fall, seid überrascht, es wird sehr, sehr interessant, bestimmt für jeden geil werden. Und ja, okay. So, das war das. Was war noch? So, ab September kommt, ich muss mal überlegen, wie das mal heißt. Ja, ich weiß, Mad Max. Ich habe mir Mad Max vorbestellt als Reaper Edition, wenn ihr Bock habt, macht es am besten auch, weil es ist natürlich ein ultra geiles Spiel. Ich habe jetzt durch die Gamescom, habe ich jetzt, Gott sei Dank, wurden ein paar Gameplays gezeigt. Ich wäre so gerne auf die Gamescom gegangen, aber ganz ehrlich, die hätten mich bestimmt nicht reingelassen, weil die hatten ja keine Elefantensitze. Ja, okay, dummer Witz, ich weiß. Aber ich darf Witze machen in dieser Art, weil ich fett bin. Okay, auf jeden Fall, nächstes Jahr bin ich dabei, weil ich nämlich voll am Abnehmen bin und habe schon fast 30 Kilo runter. Wird richtig geil nächstes Jahr. Und dann werde ich mir erstmal nächstes Jahr auf der Gamescom fetten Cheeseburger genehmigen. Oh Gott, Cheeseburger, lecker. Glaubt's mir, Leute, es ist so schlimm abzunehmen. Aber vielleicht kennen das vielleicht ein paar von euch schon. Okay, auf jeden Fall. Ich wollte mich hier bedanken mit diesem Video bei euch. Und wie gesagt, ab 1. September kommen dann bei mir regelmäßig Gameplays oder ja, Spiele von Ding hoch. Lade ich dann hoch von Mad Max. Wird auf jeden Fall, wie gesagt, ein ultra geiles Spiel. Definitiv die Open World, die ist grandios gemacht. Das ist der Hammer, das Spiel. Allein schon, weil man mit dem Auto rumfahren kann. Die Grafik ist der Burner. Es war PS4-Grafik, wo ich gesehen habe. Und wenn die wirklich so ist, wie sie halt schreiben, ohne dass dann so ein Downgrade, wie es heißt, kommt, bin ich also wirklich positiv überrascht. Aber auf der anderen Seite, Leute, ich bin keine Grafikhure, also mich interessiert es in der Grafik nicht. Mich muss das Spiel an sich ansprechen. Mich muss die ganze Spielgeschichte muss mich ansprechen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das Spiel selbst, wenn mich das vom Sessel haut, wie Fallout 3 damals. Leute, ich habe Fallout 3 geliebt. Ich habe mir auch schon Fallout 4 vorbestellt. Und für alle Leute, bitte, bitte, Leute, wenn ihr Fallout 4 kaufen wollt oder vorbestellen wollt, ich bitte euch, egal wo ihr es macht, kauft euch bitte die PEGI-Version. Denn gibt's irgendwie jemanden, es gibt Leute, die behaupten, es war irgendwo gestanden, dass angeblich die USK, ja, USK, gell? Nicht FSK, ach, ich verwechsel mir den Scheiß mit USK und FSK, ne, USK ist das bei den Games, dass man die USK-Version, dass die ungeschnitten wäre. Glaubt es nicht, bitte nicht, Leute. Holt euch die PEGI-Version, die könnt ihr auch bei Amazon vorbestellen. Die kostet genauso viel normalerweise wie die USK-Version. Und wie gesagt, ich kann es echt nur jedem empfehlen. Wenn nicht, dann einfach nicht, dann tut mir's leid, ist halt nicht euer Geschmack. Scheiß drauf, dann guckt halt bei mir in die Livestream rein, wenn ich das Spiel hab, im November kommt's. Ja, stimmt ja. Im November kommt Fallout 4 und Black Ops 3. Im Oktober kommt Rainbow Six Siege. Das werde ich natürlich auch holen und werde ich natürlich auch spielen, weil das wird natürlich wirklich richtig geil, weil Rainbow Six Siege, das ist ein richtiger Taktik-Shooter. Nicht so wie COD oder meinetwegen wie Battlefield. Battlefield eigentlich auch, aber Rainbow Six Siege ist definitiv so ein geiles Spiel. Das wird richtig geiles Spiel. Aus dem ganz einfachen Grund, man kann nur mit Taktik gewinnen. Nur mit Taktik, wirklich. Nur nach dem Plan könnt ihr vorgehen. Ihr müsst mit dem Plan vorgehen. Ihr müsst euch mit euren Leuten absprechen. Wenn ihr da in gemischte Gruppe reingeht, kann es passieren, dass ihr sofort weggemäht werdet, wenn da drin ein Team sitzt, das nämlich abgesprochen ist. Wenn ihr versteht, was ich meine, durch Teams blicken alles. Und auf jeden Fall, das wäre natürlich ultra geil, wird es. Und ich kann es echt nicht empfehlen. Aber wie gesagt, am Sonntag kommt mein Abo-Special und ich hoffe, ich werde jeden davon damit vom Sessel reißen. Ich hoffe es zumindest. Und ja, aber ich will nicht mehr verraten. Egal, ich bin jetzt still. Und ja, vielen Dank. Und das war's. Ich bin raus. Ich gucke, dass ich morgen wieder ein paar Videos hochladen werde. Weil ich wieder ein paar News habe für euch und so. Aber echt morgen. Also Leute, bis dann. Tschüss.